Steil, steiler am steilsten. 900 Meter lang ist der Parcours des City Hill Climb in Salzburg, der die Radsportlerinnen und Radsportler vom Kapitelplatz aus hinauf zur Festung Hohensalzburg führt. Seit 2021 ist das spektakuläre Rennen in der Salzburger Altstadt zu Gast. Bis zu 32 Steigungsprozent hat der Kurs über Asphalt, Kopfsteinpflaster und sandige Abschnitte hinauf zu einem der Wahrzeichen der Mozartstadt. Wo normalerweise die Touristen flanieren und fotografieren, geht es für die besten Kletterer Österreichs nun zur Sache im direkten Duell beim City Hill Climb. Ich war Urlaub vor 3 Jahren in Salzburg mit meiner Frau. Bin raufgewandert auf die Festung und wie oben habe ich gesagt, liebe Daniela, ich mache da Radrennen auf. Und dann habe ich mich daheim hingesetzt, habe ein Konzept gemacht, habe Kontakte gesucht in Salzburg und war eigentlich überrascht, wie offen mich aufgenommen worden bin. Und dann waren eigentlich alle hinter mir und gesagt, mach's bitte. Der City Hill Climb, glaube ich, war der Anschieber, dass der Radsport in Salzburg, in der Stadt und im Land wieder richtig erwacht. Und ich hoffe, dass das so weitergeht, weil Sport und Bewegung ist ganz, ganz wichtig. Genauso braucht es für die Jugend und den Nachwuchs auch Aushängeschilder. Felix Gall ist eines davon, denn in diesem Sommer gewann der Osttiroler die prestigeträchtige Königsetappe der Tour de France und schaffte etwas, das nur ganz wenigen Österreichern zuvor gelungen war. Ich glaube, das ist ganz was Besonderes, was Ungewöhnliches. Das ist schon sehr speziell, aber es ist eine coole Stimmung und super Kulisse. Für den 25-Jährigen ist es einer seiner ersten Auftritte in Österreich nach seinen großartigen Erfolgen auf der höchsten Ebene des Radsports. Schon in der Qualifikation zeigt er sein ganzes Können mit der Bestzeit und wird von den vielen Zuschauern frenetisch angefeuert bei seiner Premierenfahrt. Ich habe ein bisschen Respekt gehabt vor dem Schotterstück, das doch sehr steil ist, aber es ist ganz gut gegangen, muss ich sagen. Also ich habe mir jetzt keine besonderen Reifen aufgezogen, deswegen habe ich mir nicht gewusst, ob es so auch funktioniert, aber es passt ganz gut. Aber ich kann mir vorstellen, dann in die späteren Durchgänge, wenn man dann schon ein bisschen am Anschlag dort hinkommt zu der Schotterpassage und dann auch noch mit 2, 3 Fahrern das Ganze macht, dann ist es ein bisschen herausfordernd. Ja. Einer, der Gall an diesem Nachmittag herausfordern will, ist Daniel Federspiel. Der Tiroler gewann die Austragungen 2021 und 2022. Ich meine, wir trainieren das ganze Jahr, wir haben fast jedes Wochenende Rennen. Also zwischen den Rennen, die haben eigentlich nicht mehr so viel, als wir regenerieren. Also gibt es nichts jetzt irgendwo speziell, was ich mache oder auch nicht. Also, ich freue mich jetzt, habe Spaß dabei und werde sicher ein geiles Rennen. In der Qualifikation versucht sich Federspiel, seine Kräfte für die folgenden Heats aufzusparen. Die ständig wachsende Kulisse an Zusehern kann er dabei auch noch genießen. Im letzten Jahr war es auch schon so richtig cool und ja, auch danke an die Zuschauer und so eine Stimmung. Ich sage immer, da kann man gar nicht langsam fahren. Beim dritten Stopp der Veranstaltung in Salzburg spürt man die wachsende Erfahrung des Organisationsteams. Radsport auf höchstem Niveau in der Innenstadt benötigt auch ein kreatives Konzept für die Abwicklung des Rennens. Zahlreiche Helfer sind für den reibungslosen Ablauf verantwortlich. Es braucht einen Veranstalter, der die wahnsinnige Idee hat. Es braucht Athleten, die gern sowas fahren wollen. Es braucht danach halt einfach die da unterstützen. Wenn alle gemeinsam zusammenhelfen, dann ist sowas möglich. Also eine etwas verrückte Idee. Und ja, ist sicher ein cooles Event, der für Salzburg sicher ein extrem cooles Aushängeschild ist. Und auch zahlreiche Zuschauer an die Strecke lockt, die bei dem kurzen, aber knackigen Bergspektakel die Athletinnen und Athleten frenetisch anfeuern. Das ist schon eine ganz spezielle Geschichte und ich finde aber den Flair ganz cool, da mitten in der Stadt drinnen auf einen Sprint zu machen, auch für die Zuschauer. Also die Leute sehen einfach einmal, was wir da eigentlich machen in unserem Sport und das macht das Ganze besonders. Ja. Und die Partystimmung am Streckenrand hilft auch, den steilen Anstieg gut zu verkraften. Ja, immer so mit den Zuschauern ist echt ein wenig, vergiss eigentlich den Schmerz, sag ich jetzt einmal. Und ja, ist wirklich einzigartig. Die drangen dann nochmal hoch, das gibt dann nochmal die letzten Prozent, die man braucht, dass man hier hochkommt und dann nochmal alles aus seinem Körper rausholt. Vor allem in der Festung, wo die Steigung auf bis zu 32% ansteigt, ist der Zuspruch besonders notwendig für viele der Hobbyathletinnen und Athleten, die sich dort besonders quälen. Die Leute, die sind auf der Strecke, also
die feiern die ja darauf. Das ist schon was ganz was Besonderes. Ich werde schauen, dass ich vorne schon gleich mal weg bin, weil da geht es noch relativ gut, dass man einen Zug drauf kriegt. Und oben dann muss man eh schauen, so weit wie möglich natürlich am Radl bleiben. Und wenn es dann zum Ausklicken ist, dann so schnell wie möglich laufen. Was für eine gute Bergläuferin bist du? Ich habe ganz eine gute. Ich habe den Tiroler Meister gemacht bei uns zu Hause. Und habe auch die Silbermedaille gemacht bei der österreichischen Bergmeisterschaft. Und ja, ich glaube, dass der Berg und die ein ganz gutes Team sind. Zu Österreichs größten Mountainbike-Talenten gehört der Salzburger Dominik Hödelmoser. Heuer versucht sich der Lokalmatador mit dem Rennrad. Man versucht natürlich, so viel Energie wie möglich zu sparen für das Schlussstück auf Schotter. Da ist mit dem Untergrund, vor allem mit dem Rennrad, dann kritisch, dass man die Traktion bekommt, dass man überhaupt hinaufkommt. Man weiß natürlich, wie man sich am Radl möglichst verhalten soll und bewegen soll, dass man möglichst viel Traktion am Hinterrad bekommt, dass man das Gewicht aufs Hinterrad leitet. Aber nicht nur die Erwachsenen bekommen beim City Hill Climb ihre Bühne, auch der Nachwuchs ist stark vertreten und kämpft sich die Kehren bis zur Festungseinfahrt hinauf. Für den ganz steilen Teil des Rennens sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch zu jung, aber vielleicht wachsen die zukünftigen Stars hier ja heran. Der Einsatz im Bergsprint ist auf jeden Fall mit den älteren Athletinnen und Athleten gleichzusetzen, die für viele der jungen Sportler noch die großen Vorbilder sind. Daniel Federspiel, dein Favorit für heute. Warum bist du Fan von ihm? Weil er fürs selbe Team fährt und weil er ein irrsinnig ehrgeiziger Typ ist. Bei der Elite ist die Stimmung locker vor den Ausscheidungsläufen und auch Tourheld Felix Gall genießt seinen Auftritt in Salzburg sichtlich und seine Rolle als Aushängeschild des heimischen Radsports. Ist viel passiert, die Zeit nach der Tour, und dann habe ich versucht, mich zu erholen. Es war dann doch eine recht große Aufmerksamkeit. Viele Leute wollen was von an, was ja gut ist. Und das kann man dann schon auch genießen, aber man muss dann auch ein bisschen aufpassen, dass dann das Training nicht auf der Strecke bleibt. Der Osttiroler qualifiziert sich locker für das Finale, pflügt im Semifinale durch das Starterfeld und ist sicherlich der Gejagte im Endlauf mit seinem schnellen Tritt, vor allem in den steilsten Passagen des Rennens. Jetzt warst du Vorlaufschnellster, hat er eigentlich relativ locker ausgeschaut bei dir. Meine Übersetzung ist ein bisschen zu schwer gewählt, ich kann gar nicht viel langsamer fahren, weil sonst würde ich umfallen. Andere haben hingegen mehr Mühe als Felix Gall, bei dem die Vorläufe schon fast spielerisch ausgesehen haben. Ich bin überhaupt nicht der Sprinter-Typ von Kurzdistanz. Allerdings wohne ich zu Hause an einer 18% Steigung. So ein bisschen vom Training her bin ich es gewohnt, das Heimkommen ist bei mir immer 18%. Vor allem nach der Einfahrt durch das untere Festungstor beginnen die steilsten Stücke des Rennens. Ist die Festung erreicht, dann lässt die Steilheit aber nicht nach, sondern schraubt sich auf das Maximum. Dort ist auch der Hotspot für die vielen Zuschauer. Ja, am Limit war ich noch nicht, aber schwitzen tue ich recht. Nein, also wie gesagt, ich habe jetzt schon probiert, dass ich noch ein bisschen was spare und dass ich mir das jetzt fürs Finale auch halt, ja. Aber nicht nur mit dem Rennrad, auch mit dem Mountainbike kann die steile Strecke absolviert werden. Mit den leichten Übersetzungen und den breiteren Reifen ist die Steilheit etwas erträglicher. Einfach ist es aber auf keinen Fall. Also es wird schon wirklich steil da bei der letzten Kurve. Das habe ich im Training so nicht gefunden, aber die Reifen sind wahrscheinlich hilfreich, zumindest wenn man nicht mit dem Rennrad auffahren kann. Genau. Na, also würde ich sagen, die Übersetzung passt gut. Und beginnen mit dem Für das Finale der Damen haben sich insgesamt 6 Frauen qualifiziert und von Beginn an sorgt die Tirolerin Belinda Holzer für ein schnelles Tempo. Sie setzt sich schon im unteren Teilstück auf dem Kopfsteinpflaster von ihren Kontrahentinnen ab, und je näher es der Festung geht, desto größer wird Holzers Vorsprung. Zielstrebig peilt sie das Festungstor an und müht sich über die steilen Anstiege, doch ihre Kontrahentinnen verlieren sie nie aus den Augen. Holzer fährt dann als Führende in das Herz der Festung, muss aber
Im Steilstück absteigen, da ihre Kontrahentinnen das auch tun müssen, bleibt der Vorsprung der Tirolerin aber konstant. Dahinter ist noch alles knapp beisammen und die deutsche Marion Fromberger bewältigt den Anstieg als einzige sitzend am Rad und beginnt ihre Aufholjagd. In der letzten Kurve rutscht Holzer dann aus, muss ihr Rad aufheben und beginnt die letzten 50 Meter zu laufen. Dahinter rückt Fromberger immer näher an die Österreicherin heran, Meter für Meter kann sie aufholen. Doch auf der Ziellinie ist Holzer noch knapp voran und gewinnt zum ersten Mal den City Hill Climb. Ja, da habe ich einfach gemeint, ich muss nochmal Vollgas andrucken, es war zu früh. Am Asphalt war es gegangen, aber am Schotter habe ich leider auch ein bisschen zu wenig Erfahrung und dann ist es halt in die Hosen gegangen, aber ich habe geschaut, das ist noch auch der Lauf und ich glaube, es ist mir geglückt. Die Emotionen, aber auch die Erleichterung sind nach den fast 5 anstrengenden Minuten riesengroß. Im Finale der Männer lautet das große Duell dann Felix Gall gegen Daniel Federspiel. Aber auch 10 andere Kontrahenten haben sich für den Endlauf qualifiziert. Ja, die Vorläufe haben wir natürlich in so ein bisschen einteilt oder so gut es geht. Und ja, sind wir jetzt gespannt, wie das Finale abläuft. Also da kann jetzt viel passieren. Felix, wie geht's da kurz vorm Start? Ja, bisher, ich bin überrascht, wie gut es gegangen ist. Ich habe noch keine Probleme gehabt auf der Schotterpassage, aber ich glaube, es kann sehr schnell passieren, dass man ausklicken muss. Bei den Männern stehen gleich 12 Fahrer im Finale und die beiden Favoriten kommen beide nicht gut weg. Felix Gall hat nicht gleich in das Pedal gefunden, startet jedoch schnell seine Aufholjagd. Vorne sind es aber die Außenseiter, die mit frühen Attacken das Rennen hinauf zur Festung schnell machen. Der Tiroler Manuel Bosch greift schon vor dem ersten Tor an und hat einige Meter an Vorsprung, als es in die steilsten Stücke hineingeht. Dort beginnen dann aber Daniel Federspiel und Felix Gall dem Rennen ihren Stempel aufzudrücken. Meter um Meter holen sie auf Bosch auf und schnell ziehen sie an ihm vorbei. Felix Gall erhöht dann das Tempo, doch Daniel Federspiel kontert und attackiert den Tour-Etappensieger vor dem steilsten Stück. In diesem kann er dann seinen Vorsprung vergrößern und zieht davon. Dahinter haben die Gegner mit dem steilen Terrain zu kämpfen und es kommt sogar zu Stürzen. Als erster Fahrer taucht dann Daniel Federspiel mit leichtem Vorsprung aus dem Tunnel auf und die letzte Kurve absolviert er souverän. Somit steht seinem dritten Sieg in Folge beim City Hill Climb nichts mehr im Weg. Jubelnd überquert Daniel Federspiel als erster die Ziellinie vor Felix Gall. Dritter wird der Deutsche Florenz Knauer. Richtig geil, also mit dem hatte ich, muss ich ehrlich sagen, heute nicht gerechnet. Die Konkurrenz war so stark, also ich muss auch sagen, ich war richtig nervös und ich habe jetzt auch nicht gewusst, wie das Finale angehen wird. Aber Felix auch brutal, also wer unten reingefahren ist, also da habe ich mir eigentlich schon gedacht, also da habe ich keine Chance. Wenn man nachher im Schotter denkt, ich probiere es nochmal, bin ich vorbeigekommen und ja, es ist ausgegangen. Die Lunge brennt jetzt auf jeden Fall. Es ist dann schon ein sehr anspruchsvolles, das steile Stück dann mit dem Schotter, muss man wirklich aufpassen, dass man die richtige Linie wählt. Aber es ist ein cooles Event auf jeden Fall. Nach dem Sturm auf die Festung erfolgt am Kapitelplatz die Siegerehrung. Wie schon in den vergangenen Jahren hat der City Hill Climb für viel Spannung und Aufregung gesorgt. Und viele der Athletinnen und Athleten können spannende Episoden von diesem einzigartigen Rennen erzählen. Mit Belinda Holzer gibt es bei den Damen ein neues Siegergesicht. Bei den Männern bleibt Daniel Federspiel der Festungsherr in Salzburg und 2024 wird das Event dann in die Mozartstadt zurückkehren.